Hallo und herzlich willkommen zurück bei Watch Dogs, dem Hackerspiel für junge Hacker. Ich habe hier gerade ein Auto gefunden, was ich noch nie gesehen habe. Es sieht aus wie ein Ferrari F50 oder so, einer der älteren. Ich muss hier schnell weg, denn ich habe vorhin den falschen Wagen geklaut, ne? Das ist auch so, das regt mich manchmal ein bisschen auf, damit man diesen Wagen hier klauen. Und dann steigt er in den Wagen, der neben dran steht. Oh, jetzt müssen wir schnell... Ah, dem Wagen wehtun! Abgepasst! Schnell flüchten hier. Flucht erfolgreich. Puh, gut, alles klar. So, jetzt gehe ich schnell hier rüber. Irgendwo hin, wo es ruhig ist. Skillpunkte erhalten. Super. So, und zwar wollen wir heute die Kampagne weitermachen. Und unser nächstes Ziel ist ja beim Willis Tower. Ich habe ein Telefon bekommen. Wir wollen jetzt herausfinden, wer eine gewisse Person ist. Habt ihr alles in der letzten Folge gesehen? Und wir haben herausgefunden, dass sie schön auf Facebook gepostet hat, dass sie sich im Willis Tower befindet. Ne? Also da verraten sich Leute schon über Facebook. Also ich nehme mal an, es ist Facebook. Es hieß so, sie hätte das gerade gepostet. Ein bisschen Schleichwerbung wahrscheinlich. Auf alle Fälle fahren wir jetzt schnell dahin, auch wenn es regnet und tut und macht. Und das ist eine geile Karre. Boah, scheiße. Da vorne geht es dann rechts. Es tauchen immer wieder Autos auf, die ich noch nie gesehen habe. Ist schon geil. Ja. Jetzt geht hier ein bisschen geradeaus. Und links. Die ist echt geil, die Karre. Echt geil. Wow, nicht zu viel Gas geben, wenn hier rot ist. Ah, nicht schrotten. So, jetzt alles geradeaus. Da unten. Wow, nicht schrotten. Uiuiui. Coolio, gib dem Auto mal Sorg. Gib dem Auto einfach Sorg. Nee, mach es nicht kaputt. So. Okay, hier müsste sie sein. Hier müsste auch der Willis Tower in der Nähe sein, oder wie? Ach ja, tatsächlich. Sand im Getriebe heißt die Mission. Park wieder den Wagen mal schnell hier. Wäre toll, wenn der nachher noch hier ist, aber ja. So wie ich das Spiel kenne, müssen wir damit eine neue Karre holen und wir gehen jetzt rein in die Kampagne. Sand im Getriebe, Akt 1. Okay, bin am Willis Tower. Was hast du zu Helen? Aus ihren Status-Updates geht hervor, dass sie Selfies mag. Hier macht sie ein Entengesicht, ein Spatzengesicht. Außerdem liebt sie Katzen. Was willst du von diesem armen Mädchen? Nichts. Ich muss schnell ihren Onkel finden und Helena wird mir die Richtung zeigen. Gut, oh Hacken. Wir müssen jetzt jemanden orten, um Angelo Tucci's Nichte zu lokalisieren. Heute Morgen hat sie ein Bild gepostet. Ihr Tagesoutfit, dunkle Haare und Brille. Und sie trägt einen grünen Rucksack. Danke, Social Media. Ein Anfang. Ich grab weiter. Facebook ist, ja, ist typisch, ne? Gut, jemand mit dunklen Haaren, Brille und grünem Rucksack. Müsste ja irgendwo... Irgendjemand... mit dieser Beschreibung sein. Oh, armes Mädchen. Warum das? Ich habe ihre medizinische Akte. Letztes Jahr musste sie abtreiben. Deswegen muss sie wohl auch zum Therapeuten. Warum graben wir so tief? Ich brauche keinen Lebenslauf. Nur einen Ort, Clara. Hey, ich beginne eine Suche und Informationen sind das Ergebnis. Ich kontrolliere den Inhalt nicht. Warte, perfekt. Gerade gab es ein neues Status-Update. Sie ist jetzt am Connolly Square. Das ist ein Glasgebäude. Sollte in deiner Nähe sein. Okay, Helena. Nun zu dir. Oh. Das ist ja gleich hier. Da bin ich ja drin, da war ich ja gerade so reinmachen. Hacken. Hallo? Miss Tucci? Hier ist Dr. Hyatt vom Chicago General Hospital.
Wir haben die Bluttestergebnisse Ihres Onkels Angelo, aber er hat uns nur Ihre Nummer gegeben. Können Sie uns helfen? Es ist dringend. Nein, sorry. Ich habe seit Jahren nichts von ihm gehört. Okay, danke, Matt. Abwarten. Gut, da drüben ist sie also. Da können wir sie wieder hacken. Onkel Envy. Elena, brauchst du wieder Konzert? Pa. Nein, da kam so ein Bingo. Anruf. Ich glaube, die Cops suchen nach dir. Was? Weil du mich angerufen hast, haben sie jetzt eine Spur. Leg sofort auf. Hab dich. Super. Und der Typ befindet sich... Angelo Tucci. Da bist du ja. Auf dem Wasser. Okay. Angelo Tucci. Rastur Karre. Mann organisiert den Gefangenentransport für meinen Zeugen. Jemand bezahlt Tucci für die Identität des Rächers. Jemand will meinen Namen. Na dann, viel Glück dabei. Gut, suchen wir den Angelo auf. Markieren wir rasch die Stelle, damit wir unser GPS auch noch haben. Hier ist das Ziel. Ich werde langsam nervös, Pierce. Hast du ihn? Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis an. Gut. Ist auch ein toller Wagen. Bisschen Mischung aus Mercedes und BMW. Solange er noch so schön bleibt, wie er jetzt gerade ist. Aber ein Auto ist ja zum Nutzen hier, ne? Ist ein Nutzfahrzeug. So, da vorne geht's dann rechts. Jetzt hast du noch ein paar rote Punkte. Wow! Gerade noch gereicht. So, der müsste mir jetzt entgegenkommen. Bam! Ausschalten! Oh oh. Oh, ist er schon ausgeschaltet? Ne, da vorne ist er! Scheiße. Ah, das geht schon. Kriegen wir schon hin. Mit unserem BMW Mercedes hier. Ah, ich drück immer noch auf die Hupe jedes Mal. Ah, komm, gib Gas. Ich hätte doch ein bisschen schneller Wagen nehmen sollen. Ah, jawohl. Schalten. Ich habe ihn ausgeschaltet, töte Anschluss verbünden, fliehe oder fliehe. Ich fliehe. Scheiße, weg hier. Oh Scheiße. Oh oh. Komm ich hier durch? Ja, komm durch. Sehr gut. Müssen fliehen oder verstecken oder irgendwas tun. Oh Scheiße. Die kommen. Muss schnell hier weg. Oder töten. Töten können wir sie auch. Jetzt kommen sie dann noch von hinten. Schnell weg. Nicht überall hingehen. So, jetzt in den Wagen und weg hier. Ich nehme jetzt einfach den Wagen hier. Kann ihn irgendjemand sehen? Wo ist er? Sieht ihn jemand? Ja, die sehen mich jetzt vielleicht. Ja, haben mich gesehen. Gut. Nicht gut, aber ja. Die haben jetzt, glaube ich, keinen Karren mehr. Oder die Autos sind weg. Ah, oh, Scheiße, da kommt schon wieder einer. Ja, machen wir schon einen anderen Weg. So. Oder suchen ein Parkhaus, so wie das letzte Mal. Das hat ja super geklappt. Und da vorne wartet dann ziemlich viel Verkehr auf uns. Augen auf, der ist clever. Wir hatten ihn. Ah, weg.
So. Komm, steh auf. Dann haben wir es gleich geschafft. Außer sie können hacken. Hast du ein Auto? Ich nehme jetzt noch einen anderen Wagen. Die sehen ja alle gleich aus hier. Und dann gehen wir auf der anderen Seite wieder raus. Er kann sich nicht in Luft auflösen. Mach aktivieren schnell hier den Schutz oder den Fluchtmodus. Und dann. Okay, hör zu. Neu formieren. Wir müssen das hinkriegen. Sind wir auch schon geflüchtet? Kein Gefangenentransport. Jetzt brauche ich einen Weg ins Gefängnis. Um ein Wörtchen mit diesem Zeug zu reden. Akte 1, Sonnengetriebe. Mission beendet. 500 erhalten XP, Selbstjustiz, Intervention gestiegen, Rufbürger XP gesamt mit 500 plus, alles klar, weiter geht's. Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte, diesen dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich, warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriege. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Ich kenne da einen, er hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Das ist so eine geile Karte, haben wir die schon mal gesehen? Okay, und wir machen hier gleich weiter, und zwar in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, ob wir wirklich ins Gefängnis gehen. Einfach so. Nur damit wir mit dem Zeugen sprechen können. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr hier zuseht bei Watch Dogs. Ich gehe jetzt hier mal durch die Fußgängerzone. Jo, in diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis morgen in diesem Falle. Tschüss.